Ein Vater sucht Hilfe auf der Ruhrpottwache. Seine 17-jährige Tochter ist verschwunden. Ein Fall für Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert und Kriminaloberkommissar Bora Aksu. Was ist denn da los? Weiß ich nicht. Hier im Fußballstadion? Hallo! Was ist denn das für ein Hubkonzert hier? Wir sind doch nicht hier im Stadion. Was ist hier los? Der hat mich wie einen dreckigen Kölner, hat er mich im Auto eingesperrt. Zieht mir noch einen über. Komm mal hierher. Gib meine Tochter her. Oh. Wieso packen Sie diesen Mann in Ihren Kofferraum? Das weil er meine Tochter entführt hat. Weil er mich ganz sauber ist. Er hat uns eine Fische entdeckt. Kannst du doch beweisen. Beweisen? Ja. Was kannst du beweisen? Du kannst scheißlich beweisen. Du bist doch nicht ganz sauber. Was machst du denn für Sachen? Wer sind Sie denn? Komm mal wieder runter. Die Frau des Autofahrers beruhigt ihren Ehemann. Scheinbar hatte der den anderen Mann im Kofferraum eingesperrt. Die Kommissare wollen die drei Personen zu dem Vorwurf der Entführung befragen. So, und jetzt, wenn es geht, bitte ganz von vorn und bitte runterfahren, weil sonst verstehen wir gar nicht. Bitte chronologisch, was ist passiert? Also heute früh haben sich die beiden bei uns zu Hause gestritten. Mein Mann und der Dirk. Woher kennen Sie sich, Herr Nichtwagen? Dirk war mein Geselle früher in meiner Malerfirma. Und ich habe ihn vor 2 Jahren angezeigt, wegen Steuerhinterziehung. Und dann war er im Knast und seit 2 Wochen ist er draußen und lungert nur die ganze Zeit um das Haus rum. Es geht auch um Ihre Tochter. Was ist mit ihr? Wie kommen Sie jetzt darauf, dass Ihre Tochter verschwunden ist? Ich kann es beweisen. Ich habe hier eine E-Mail bekommen. Ja. Von wem? Von dem Dirk. Diese E-Mail soll der Vater erhalten haben. In dieser E-Mail ist noch ein Anhang eingefügt. Dabei handelt es sich um eine Bilddatei. Und diese Bilddatei kann man hier wunderbar sehen. Das ist die Tochter, wo ein Visier drauf montiert ist, bildlich. Und als Absender sieht man hier jetzt ein bisschen kleingeschrieben, haben wir hier Querz, also sprich die Buchstabenreihenfolge der oberen Zeile auf einer Tastatur. Wie kommen Sie da drauf? Die Leonie, die ist ja seit gestern Abend nicht mehr nach Hause gekommen. Ach so. Ja, die ist ja gestern. Wie alt ist denn die Leonie jetzt? 17. 17. 17. Und die lebt bei Ihnen zu Hause? Ja. Geht die noch zur Schule? Oder ist die geht noch zur Schule, ja. Ja, wo wollte sie gestern Abend hin? Zu einer Party mit ihrem Freund, mit dem Benni, ne? Zu einer Party. Ja. Genau. Und dann hat Benni angerufen. Wir haben ihr Freund heißt Benni. Genau. Ja. Benni hat dann angerufen, dass sie schon unterwegs nach Hause ist, aber die war um 10 war sie nicht zu Hause. Die Kriminalisten erfahren, dass die Tochter sonst sehr zuverlässig ist. Deren Verschwinden ist ihrer Einschätzung nach aber noch nicht eindeutig dem Beschuldigten zuzuschreiben. Schließlich könnte jeder die Mail gesendet haben. Wie kommen Sie denn jetzt darauf, dass der Mensch da unten, also Ihr ehemaliger Beschäftigter gewesen, also hat er irgendetwas angekündigt? Oder? Ja, der hat zu mir gesagt, ich werde dein Leben ruinieren, als ich ihn angezeigt hatte. Ich würde ihn jetzt gerne befragen und ich würde ihn auch gerne in Ihrer Anwesenheit befragen. Aber wir möchten Ihnen auch gerne helfen, wir möchten Ihre Tochter finden. Falls er wirklich ein Entführungsfall sein sollte, vorliegen sollte, dann brauchen wir auch Ihre Kooperation und Ihre Mithilfe. Das heißt, Sie sind jetzt erstmal ruhig und lassen uns unsere Arbeit machen. Es bringt nichts, wenn Sie sich aufregen, den Mann anschreien und er schreit Sie an, so kommen wir nicht weiter. Die Beamten halten es für möglich, dass der Beschuldigte die Tochter des Paares ausspioniert hat. Schließlich hat er sich häufig vor dem Haus der Familie aufgehalten. Die Taktik der Kommissare, direkte Konfrontation. Warum waren Sie da? Mann, ich bin eben erst in Freigang gekommen. Ich bin ganz frisch im Freigang. Okay. Ich habe noch keine feste Arbeit oder irgendwas. Ich habe viel Zeit gehabt zum Nachdenken und wollte eigentlich... Was? Ja, wollte fragen, ob ich vielleicht meinen alten Job wieder haben kann. Der Mann hat Sie angezeigt. Sie sitzen wegen diesem Mann im Knast. Ich weiß. Und wollen zu ihm und wollen Ihren alten Job wieder haben. Ich weiß niemanden, wo ich hingehen kann, wo ich jetzt einen Job kriegen würde. Wer nimmt denn einen knackigen Verurteilten? Alles klar. Wo sind Sie denn gestern Abend gewesen? Sagen Sie mir das mal bitte. Wo soll ich gewesen sein? In der JVA. Ich bin Freigänger. Ich muss jeden Tag wieder in den Knast zurück. Moment, wann war das Datum von der E-Mail? Muss ich gleich mal gucken. 19. Wann ist Ihre Tochter aus dem Haus? Wann ist sie aus dem Haus raus? Um 8 ist sie gegangen. Und seit wann sind Sie in der JVA? Gestern Abend? Wenn ich um 20 Uhr nicht in der JVA bin, dann komme ich eine Minute später, dann kriege ich den Arsch aufgerissen da drin. Okay, ich prüfe das mal, aber das prüfen Sie es. Ihn ja zumindest als Täter ein bisschen. Ich prüfe das mal. Ja, klar. Der schloss sich bei uns relativ schnell als Täter aus. Mein Kollege überprüfte sein Alibi. Der war tatsächlich kurz vor 20 Uhr schon wieder in der JVA. Von daher gesehen, wenn die Tochter bis 22 Uhr auf der Party war zum Beispiel, hätte er es gar nicht sein können. Genau wie ich es gesagt habe. Haben Sie noch irgendwelche Hinweise darauf, wo Ihre Tochter sich befinden könnte? Nein, wir haben ja außer der E-Mail nichts. Nichts? Nein. Also
Im Moment sehe ich hier nicht, dass er irgendwie dafür in Frage käme, weil wie soll's gehen? Er dafür hat ja einen Alibi. Ich habe dir über den Schädel gezogen und du packst mich wie ein Köder in den Kofferraum. Jetzt, das wollten wir jetzt gerade nicht vermeiden. Ich verstehe Ihre Aggression, Ihre Emotion ist ganz natürlich, aber trotzdem bitte nicht jetzt. Der Schutz der Tochter steht für die Ermittler an erster Stelle. Wie schlecht es der 17-Jährigen geht, werden die Kripo-Beamten und die Eltern jetzt mit eigenen Augen sehen. Was haben Sie gekriegt? Ein Video von Leonie. Von Leonie? Ich denke, die ist weg. Was? Wo ist sie da? Ganz leise. Wenn deine Tochter unbeschadet wiedersehen willst, dann bring ich 50.000 Euro in einer Sporttasche zum Ilses Park. Wohin? Und stecken sie den Mülleimer neben der Bank. Es wird eine Stunde. Die Zeit läuft. Was? Nach einer Stunde? Was bedeutet das jetzt? Was ist das? Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Das müssen wir uns mal mit Leonie gemacht. So. Bin ich jetzt entlassen? Kann ich jetzt gehen? Ich denke ja. Sie sind zunächst erstmal entlassen. Eine Videoauswertung soll Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mädchens geben. Den Ermittlern fällt dabei ein Schmuckstück auf und das führt sie zu einem ungeheuerlichen Verdacht. Was ist denn das für eine Kette, die Ihre Tochter da trägt? Ja, das ist ihr Anhänger, hat auch der Benny geschenkt. Ja, das ist ein halbes Herz. Benny ist ihr Freund, oder? Ja, genau. Wenn wir solche Bilder, Videos oder sonstige Medien zur Verfügung gestellt bekommen, dann sind wir darauf geschult, auf die anderen Details zu achten. Ja? Wo kriegen wir irgendwelche Hinweise, wo die sich momentan befinden? Kriegen wir irgendwelche Hinweise für den Entführer, Täter? Die sind in vielen Dingen auch sehr unachtsam, vergessen gewisse Sachen. Und da achten wir natürlich drauf und gucken, ob wir da was finden. Moment, was ist das denn? Mach mal langsam. Also wir haben hier einen Anhänger. Ganz kurz. Sie haben doch hier ein Foto zugeschickt bekommen. Und da trägt ja, sie auch dieses halbe Herz. Ja. Also dann haben wir einmal von dem Armband. Aber das war ja nicht. Sie hat ja die Uhr nicht umgedreht gerade. Nein, der Benny ist das ihr Freund, sagten Sie. Das ist ihr Freund, zusammen. Ja. Hat das ist das bei dem da auch das ist nichts Nutz. Ich habe noch nicht viel von dem gehalten. Der ist arbeitslos, der stinkert überall nur rum. Wie heißt er denn? Also wie heißt er vollständig? Benny, wie heißt er mit Nachnamen? Ob es sich bei dem Täter wirklich um den Freund der Entführten handelt, ist noch nicht klar. Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert überprüft den jungen Mann und kommt anhand dessen Daten zu einer wichtigen Schlussfolgerung. Und zwar ist er POLAS negativ, aber er ist mal im Zusammenhang als Zeuge aufgetaucht. In einem anderen Verfahren, in irgendeinem Verfahren? In einem Verfahren, da ging es um irgendwas um Campingplatz und Einbrüche und so Zeugs. Okay. Und das ist aber in der Nähe von diesem Park, den wir gerade gehört haben. Dem Campingplatz in der Nähe von dem Park? Ja, ja. Da ist das passiert? Genau. Und was für eine Rolle hatte er da? Da war er Zeuge. Zeuge? Da war er Zeuge. Okay. Aber sein Vater, der hat da wohl so eine Laube oder so einen Wohnwagen oder irgendwas in der Richtung. Die Eltern von ihm, die haben dort ein Häuschen? Genau. Der Kriminalhauptkommissar erfragt die genaue Anschrift des Ferienhäuschens und möglichen Tatorts. Denn die neuesten Ermittlungen deuten darauf hin, dass der junge Mann seine eigene Freundin dort gefangen hält. Zur Wohnanschrift fahren die Kollegen raus, dann würde ich vorschlagen, wir fahren zum Campingplatz. Zum Campingplatz. Meinen Sie, die Leonie ist da? Das wissen wir nicht, aber laut dem Video zu urteilen, wenn ich mir den Hintergrund anschaue, das sieht schon so ein bisschen aus wie so ein... Ja, aber dann kommen wir mit. Oder? Sieht aus wie so eine Laube oder sowas. Ne? Sieht nicht aus wie eine normale Wohnung. Wir würden sowieso die Kollegen mitnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, so wie es sich momentan anhört, dass sie sich dort befindet vielleicht und dass er auch dort ist. Wir würden die mitnehmen, wir würden die Kollegen mitnehmen, dann könnt ihr mit den Kollegen mitfahren. Genau. Um den Verdächtigen nicht vorzuwarnen, fahren die Polizisten den Einsatzort in stiller Anfahrt an. Das heißt, ohne Martinshorn und Blaulicht. Schließlich wollen sie den Mann nicht vorwarnen. Die Kripo-Kommissare parken im sicheren Abstand zum Ferienhaus. Dort angekommen, machen sie eine verblüffende Entdeckung. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Da vorne rechts müsste es eigentlich sein. Kann sein, dass da noch ein weiterer Eingang auch ist. Okay. Warte. Warte, kommt das Mädel raus? Ist das nicht. Ist das Leonie? Das kann die Tochter sein. Was ist das für eine Nummer? Hä? Pass auf, ich gebe dir mal die Funke. Ja. Ich gehe mal dran vorbei. Genau. Ja, und versuch mal was rauszuhören, ja? Ja, du leitest den Zugriff ein. Genau.
Guten Tag. Hallo. Schönen guten Tag. Ich bin von der Kriminalpolizei. Machen Sie keinen Schwachsinn! Lassen Sie sofort das Messer fallen! Lassen Sie das Messer fallen! Machen Sie keinen Mist! Runter. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Wo soll's denn hingehen, ha? Was ist denn hier los? Sie sind festgenommen. Lass ihn los! Ruhe! Nicht nur der Täter, auch die 17-Jährige wird vorläufig festgenommen. Offenbar haben die junge Frau und ihr Freund die Entführung gemeinsam fingiert. Die Ermittler wollen nun klären, warum das Paar solch ein schreckliches Verbrechen vortäuscht. Das sollte alles gar nicht so ablaufen. Sondern wie sollte es denn ablaufen? Was ist der Punkt? Ihre Eltern sind auch da. Erklären Sie das mal Ihren Eltern, bitte. Mein Engel. Geht's dir gut? Papa, halt die Klappe. Hör auf, mich Engel zu nennen. Ich bin nicht mehr dein Engel. Ich war es auch nie. Herr Kollege, wir haben hier ein Messer liegen. Könnt ihr das mal gerade sicherstellen? Ja. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Was ist denn passiert? Das muss nicht sein. Du bist hier völlig unter Schock. Was ist denn los? Das alles ist jetzt nur passiert wegen Papa. Es sieht nicht so aus, wie es ist nicht das, was nein, so nach es aussieht. Das kann gar nicht sein. Das ist ein Engel. Das ist ein sehr, sehr gutes Kind. Nein. Die Entführung ist nicht so, wie Sie sich das denken. Das steht fest. Er ist schuld. Woran ist er schuld? Er ist schuld, dass ich jetzt so gehandelt habe. Er hat meinen Freund nie akzeptiert. Nie. Ich habe ihn den vorgestellt und ich weiß nicht, du mochtest ihn nicht. Und deswegen, egal, was ich getan habe. Er bedeutet mir wirklich alles. Und ich wollte mit ihm nach Spanien fliegen. Und dann wollte ich da ein neues Leben aufbauen, Moment, weil du alles, mir ja keinen Freiraum lässt. Das war alles Ihre Idee? Das war alles deine Idee. Echt jetzt? Du hast das alles inszeniert? Ja, muss ja sein. Wenn du mich einfach so einengst, ich darf gar nicht. Hey. Und was machen Sie denn? Wo wollten Sie jetzt mit einem Messer drauf auf Sie losgehen? Was ist das? Ich habe eine Lösung gefunden. Sie haben Sie mit einem Messer bedroht, weil Sie Ihre Haut da retten wollten? Verstehe ich Sie da richtig? Ja, ich bin nervös geworden. Wir haben hier zwei Täter mit verschiedenen Tatbeteiligungen. Einmal natürlich die vorgetäuschte Entführung. Das wird sicherlich ein Gerichtsverfahren geben für beide, ganz klar. Dann haben wir hier, was den jungen Mann betrifft, dann auch noch eine Bedrohung, eine kurzfristige Geiselnahme seiner Freundin. Und auch das wird natürlich strafrechtliche Konsequenzen haben. Genau. Dann haben wir noch die Lösegelderpressung. Die haben ja versucht, den Vater von Leonie um 50.000 Euro leichter zu machen. Und auch in diese Richtung werden wir einiges niederschreiben. Wir nehmen den jetzt erstmal mit auf die Wache. Ja. Komplettprogramm. Ihr könnt schon direkt losfahren. Erkennungsdienstlich behandeln. Alles gut. Ja, aber das müssen jetzt Ihren Eltern noch mal. Nur das Gute von dir. Die Polizisten raten den Eltern, trotz der Straftat das Gespräch mit ihrer Tochter zu suchen. Die will sich von ihrem Freund trennen und beginnt bereits, ihr Handeln zu bereuen. Was ist das denn hier? Was hast du denn dabei gedacht? Wir haben es dir jetzt nach Spanien mit 50.000 Euro? Kommt man nicht weit mit. Was wolltest du denn da machen? Ich dachte, anders geht's nicht. Ja, wie anders geht's nicht? Ja, deine Papa hier und deine Mutter, deine Stiefmutter, die machen sich voll Sorgen um dich. Die lieben dich, du kriegst da Liebe zu Hause und wischst denen so eine aus. Das kann doch keine Lösung sein. Das Täterduo muss mit einer mehrmonatigen Haftstrafe rechnen. Der Vater des Mädchens wird wegen der Freiheitsberaubung und Körperverletzung an dem zuerst Beschuldigten belangt. Doch die Familie findet wieder zusammen.